Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Erleben den Orden. Halt ihr euch, retten wir den Orden. Was soll ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Geht! Die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Thank you.
Bitte dienen! Lasst ihn nicht durch! Turm! Sie haben den Turm gestürmt! Sie haben... Papst Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay, ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz
AD-16, B-13, I-87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Fait-il ça? Attrapez-les! Wartez nur, bis die Wache hier ist! Schneller, schneller! Allez! Ich wette, du klaust keinen! Leg ihn zurück! Leg das sofort weg! Weißt du, welche Strafe auf Stehen steht? Ah, Mist. Was ist passiert? Hab ich dich! Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Monsieur Franklin, schneller, ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kid. Sofort.
Vater? Nicht ehrlich verlieren! Also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann! Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Marischal. Warte doch mal. Ich mach schon, Viktor. Ich lasse ihn nicht ein. Hallo, Madame. Geht mir aus dem Weg. Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt, er ist noch nicht bereit. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! Könnt ihr noch? Braucht ihr eine Pause? Oh?
Non, non, je regrette. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Je vous imagine bien la voix blanche et...
faire bien. Vous formez. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire, sire de la serre, partez. Nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Monsieur de la Serre! Halt! Macht Platz! Monsieur de la Serre! Mes excuses. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Thank you.
Da seid ihr ja. Du willst hier ein ernstes herumbellen, du Hund? Ich befehle euch, stehen zu bleiben. Anstellen. Du, mach, was ich sage! Der letzten Versammlung der Generalstände. Und obwohl man außer Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die dem Königreich Kraft gibt und der Nation eine Quelle des Glücks sein wird.
Die Staatsschuld. Wo zum Teufel sind sie? Aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges noch weiter gewachsen. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglicher. Was denkt ihr, wie lange der noch lebt? Gesteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung fühlen können. Wenn sie nicht richtig gedeckt werden, von eurer Weisheit und eurer Besonnenheit. In diesem Vertrauen. Und ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet ist. Denn bereits jetzt haben die ersten beiden Stände erklärt, sie würden auf ihre finanziellen Privilegien verzichten. Hoffnung. Um mit mir das gemeinsame Wohl des Staates zu erreichen, wird nicht enttäuscht. Endlich! Ich habe bereits angeordnet, nicht die beiden schon die wieder. Staatsausgaben, die müssen mir gefolgt sein, zu kürzen. Und ich erwarte mit Freude eure weiteren Vorschläge. Wirtschaftliche Situation bringen wird, zweifle ich, meine Herren, ob dieser Nutzen mein Volk in der nötigen Art erreicht. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Hack ihn, Hugo! Ruhig, mein Großer! Victor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Wer wird denn kommen? Ich krieg ich noch! Jetzt hab ich ihn! Es ist... Longtemps à la taverne.
Hause auf sie warten müssen. Wie geht es dir? Il faut l'envoyer à Bicêtre. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. C'est une tradition des passés, vieillards. Je parle pas vous. J'espère bien. Pas de code Miché. Je ne sais pas, je pensais que c'était toi qui l'avais. Certains sont plus libres que d'autres. Moi.
Die Memoiren des Monsieur d'Artagnan. Elis Lieblingsbuch. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ah, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Und trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Ziemlich was los. Ziemlich. Allez-vous-en! Gefeiert. Weiß nicht. Irgendeine Firmus. Dachtest, du könntest reinschleichen, was? Der dritte Stand begehrt auf. Und ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Und eine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter.
ich Schichtwechsel? Glenn, komm zurück auf die Fahrt. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommst her! Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Was los heute Abend? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Madame. Sie ließ sich immer gerne jagen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Rufe! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist... kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen ein Langfinger, Mademoiselle de la Serre. Hätte auch drin Dienst haben können. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe.
Wo sind die Frischen? Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de Lazare! Monsieur de Lazare! Gilbert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat Sire de la Serre getötet! Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Bin ich? In der Hölle. Credimus libenter, et qui sentimus ipsi, relico sentire speram. Was starrst du so, Pisspot? Hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. Wo du es kannst. Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Lass ihn bluten! So viel Mühe für eine gute Antiquität. Die einzige Antiquität, die ich hatte, ihr dummes Wort nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, Alter.
Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Despot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion? Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arnaud. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Lass ich dran. Mach schnell! Hey du, los Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Ruck! Gefangene, an die Wand! Ruck. Euer Ernst.
ernst sein. Ich hab dich noch in deinen Kopf. So schnell bist du nicht. Du bist ruhig. Das kann nicht euer Ernst sein! Ich hab's! Los, Pisspot! Durch das Feld wieder auf! Komm! Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Hier nach! Cimarron! Cimarron! Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen! Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann! Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge! Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante!